Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout VR. Ich bin euer Timex, ihr seid wieder unterwegs auf Gameplay Deluxe. Wir sind hier stehen geblieben. Ich will nicht aussehen wie ein Ghoul. Können wir mit der Strahlung quasi aufpassen? Wir haben ja in der letzten Folge noch die Strahlung abgeschaltet, diese Sprenkleranlage. Das Problem ist, dieser Typ, der aussieht wie Wicked Kay, der hat sie einfach wieder angemacht. Wir haben sie verjagt. So, und jetzt kommen hier gleich noch mehr. Deswegen sollten wir vorsichtig sein. Vorne ist noch eine Falle, die könnte ich mal eben kurz entschärfen. So, quasi, by the way. Okay, die sind gar nicht aktiv. Problem ist auch, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oh, Kollege. Die dachten wohl, die hätten eine Chance. Du bist sowas von tot. So. Oh, also wirklich? Gib nicht auf. Du machst. Ja, ich mach das super, das weiß ich schon. Ich suche das Funout, ich suche das Theater, so macht das doch schon mehr Sinn. Auf die Weise finde ich vielleicht auch mal was. Wir rennen jetzt ein wenig durch den Park. Oh, hier ist echt zu viel Strahlung, ey. Großen. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Sehr schön, hey. Level up. Boah, Alter, wir verrecken gleich an der Strahlung. So. Muss gleich noch eins reinhauen sogar. Weil hier so extrem viel Strahlung drin ist. Hey. Was? Oh, fuck. Ich dachte gerade, das hört auf zu schießen, aber... Hustekuchen. Na gut, wir wissen ja jetzt, was auf uns zukommt. So, das heißt, das so. Dann können wir hier direkt... Ich will nicht aussehen wie ein Ghoul. Können wir mit der Strahlung aufpassen? Ach, da war der Sack und hat sich versteckt. Bringt uns das was Nettes ein. So, ich muss aber wechseln. Die Waffe ist einfach wesentlich stärker. So, aber, warte, ganz wichtig. Ich muss noch... Zack, das hier einmal... das hier einmal markieren. Hier, super. Ich könnte das den ganzen Tag machen. So, okay, soweit, so gut. Oh, hier geht's wieder ab mit Rad. Flemmo! Kann ich mir schon mal Ihr Zeug reservieren? Das wirst du noch bereuen. Das hat auch Spaß gemacht, was, Boss? Alter, viel ironischer kann er das, glaube ich, auch echt nicht sagen. So, okay. Dann hauen wir uns mal wieder hier ein bisschen was rein. Okay, Tür auf, durchrennen. Nehme ich, vielen Dank. Okay, ich muss trotzdem einmal Simpack, sonst sind wir noch verkrüppelt. Was ist hier los? Will ja keiner. Ne, doch, ich sehe nichts. Die Verbrannten sind die Schlimmsten. Da! Du bist sowas von tot. Ein Fest. Okay. So.
das kann beginnen. So langsam schnauze voll von denen. Das ist ein Ghoul-Paradies. Die dachten wohl, die hätten eine Chance. Der Eingang ist irgendwie unten. Weiß nicht, wo wir da jetzt hinkommen. Wir tragen schon wieder zu viel. Schön auf den Kopf heimsen. So, haben wir doch alles. Dogmeat, halt mal hier. Hey. So, wir müssen mal kurz handeln. Ich gebe ihm da mal eben die Sachen, die wir überhaben. Macht ja dann auch keinen Sinn, die hier zu behalten. So, okay. Mal wieder ein bisschen Rad entfernen. Simpack rein. Dann einmal King Colas Courage untersuchen. Ja. Dann gucken wir mal. Du bist endlich da! Schnell! Die Aufführung fängt gleich an! Was labert der Typ denn da mal mit seiner blöden Aufführung? Der Einzige, der sich aufführt, ist er. Eine schöne Melone. Achso, da unten. Ja gut, das ist das Ziel. Müssen wir erstmal hinlatschen. Na also, komm. Das ist ja zu offensichtlich. Das ist mir zu offensichtlich. Achso, das ist ein Knochenmännchen. Die stehen ja noch nicht auf. Wir haben ja nicht Skyrim hier. Jetzt ist nicht die Zeit, sich in die Hose zu machen. Eine Aufführung steht an. Los, auf die Bühne mit dir. Nein, ich lass mir Zeit. Was zum Teufel ist hier passiert? Das sieht häufiger. Man auch nicht jeden Tag. Okay. Was ist hier? Hier kommen wir wieder in die Nuka-World. Nun gut. Gehen wir mal ein Stückchen weiter hier rein. Nichtsdestotrotz möchte ich einmal geprüft haben, dass sie auch alle ja liegen bleiben, die hier sind. Okay. Und nun die Show, auf die alle gewartet haben. Oswald, der Ungeheuerliche. Oh oh. Ich glaube, das wird ein super Ghoul. Ich hätte nie gedacht, dass du es so weit schaffst. Da ist er. Du bist anders als gewöhnlicher Angreifer. Daher lasse ich die Tricks und Illusionen weg, mit denen ich die Abergläubischen verjage. Hä? Wow. Als die Bomben fielen, hat sich alles verändert. Wir auch. Und irgendwie habe ich ein Geschenk erhalten. Magie. Der Stoff, aus dem Legenden sind. Möchtest du mal sehen? Hoch! Was du auch tust, ich kann meine Freunde heilen und wir werden beschützen, was uns gehört. Schlechte Entscheidung.
Boah, lecko mio. Ich hab das Faustdick hinter den Ohren. Alter. Schnell hier einmal. Los, dann leg mal einen guten Kampf hin. So, dann hauen wir ihm mal die Beine kaputt. So. Der kann sich nicht mehr viel wehren. Das hat Spaß gemacht. Aber er ist immer noch nicht tot. So leicht gebe ich nicht auf. Die Show muss weitergehen. Show must go on. Ist noch ein Aufzug, der ist wahrscheinlich außer Betrieb. Ja, hab ich mir fast gedacht, dass der außer Betrieb ist. Sowieso nicht schlafen. Frage ist immer noch, wie er das macht, da mit diesem komischen Nebel und alles. Ist schon ein bisschen krank, muss ich sagen. Würde mich sehr interessieren. Wahrscheinlich war es letzten Endes wieder so ein krankes Vault-Experiment, was ausnahmsweise mal funktioniert hat. Irgendwas hochtechnisiertes, keine Ahnung. Shotgun, habe ich gemerkt, hat sich echt rentiert, muss man sagen. Also für hier diesen Abschnitt mit den ganzen Ghoulen ist eigentlich echt optimal. So. Hier ist irgendwie auch nicht mehr viel. Ist noch die alte Konsole. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass wir hier nochmal ein Dingens bekommen. Ein Starkernchen, aber leider nein. Okay. Können einmal hier die Abkürzung nehmen über die Bühne. Dann hinten in den Raum nochmal. Da waren wir noch nicht. So, hier. Mal schön alles mitnehmen, wie immer. Perfekt. Sehr schön, ein Nuka Berry Rezept. So, okay. Was haben wir hier? Lol. Teddy liest Zeitung. Schön. Mr. Bean ist wieder am Start, würde ich sagen. Oh, jede Menge Kronkorken. Im Schach gespielt. Cool. Schade, dass ich es so schnell kaputt gemacht habe. Und er ist am Pennen. Wie süß. So, ja, das brauche ich jetzt nicht. Einmal wieder aufstehen und da an den Spiegelschrank können wir dran. Siehst du? Sag ich doch. Hier waren wir auch noch nicht. Oder doch? Keine Ahnung. Okay, Aufzug war außer Betrieb. Da müssen wir uns erst den Strom beschaffen. Er hat sogar hier die Türen zugemacht. Der hat dann alles gedacht, der kleine Sack. Wir hätten jetzt auch durch die blaue Tür gehen können, aber ich glaube, das ist Wumpe. Hops, wie gesprungen am Ende. Deswegen gehen wir jetzt einfach hier entlang und fertig. Das sollte ausreichen. Boah, geht der Typ mir auf den Sack mit seinem Gelaber. So, finde versteckte Quarkies. So, in Kitty Kingdom. Hä? Ernsthaft? Darum geht's mir doch gar nicht. Es geht mir doch um hier. Das, durchsuche das Funhaus. Ja, Funhaus. Man weiß es nicht. Irgendwo ist es. Bestimmt. Boah, ey, diese Sprüher, die gehen einen auf den Nerv. Man kriegt so viel Strahlung von den Teilen ab. Das ist einfach nur ekelhaft. Das hatte ich mir eigentlich gehofft, dass ich jetzt hier raufkomme. Mir schon einer liegt von denen, dann liegen da oben bestimmt noch mehr. Das war welche von denen, die aufstehen, also die ungute Sorte. Hä, da unten waren welche?
tatsächlich nicht gesehen. So. Toll, das Wasser ist jetzt extrem blau. Nun ja. Tippen wir mal wieder auf den Boden der Tatsachen. Extrem blau das Wasser. Komisch. Dann irren wir mal weiter ein bisschen hier durch die Gegend. Irgendwann finden wir schon einen Ort, wo wir hin müssen. Muss ich wahrscheinlich wieder mehr als aufpassen. Hä? Der wegspringt. Der Typ ist total bekloppt, der wirft die Granaten immer so, dass wir auch noch getroffen werden. Oh ey. Ich glaube, hier ist gerade noch zusätzlich ein radioaktiver Sturm. Wenn ich mich nicht irre. Und da vorne. Wo gehst du denn hin? Vorne müssen wir rein. Employees only. Kommen wir in den Angestellten-Tunnel, da waren wir schon drin. Da müssen wir nicht normal hin. Normalerweise. Da waren wir ja schon. Da war ja einfach nur dieses Ding zum Abstellen. Können wir ja gerne wieder abstellen, aber es wird halt wieder angemacht. Jedes Mal. Von daher bringt es das leider nicht wirklich. Wobei, weißt du was, warum gehe ich eigentlich hier überhaupt lang? Das macht keinen Sinn. Ich habe es doch schon mal ausprobiert, dass es nicht geht. Warum also wieder versuchen? Boah, da kommen ja wieder neue Wiele. Wegzulaufen war echt das Klügste. Warum waren denn jetzt hier wieder neue Wiele drin? Ich bin doch schon mal hier durch die ganze Geschichte gedüst. Was sagt der denn jetzt hier überhaupt an der Mission? Durchsuche das Funhaus. So, wenn ich das Funhaus mal finden würde. Ich habe leider relativ gar keine Orientierung im Kitty Kingdom. Dann wäre das Ganze schon leichter, muss ich sagen. Also, dann wäre das ja nun wirklich kein Problem. Ach, Dopmin X ist, du stehst nur im Weg. So, wo komme ich da hin? Kitty Kingdom. Es hilft nichts. Ich muss einmal kurz diesen Corki-Zeug muss ich mal eben abstellen, sonst zeigt er mir alles an, nur nicht das, was ich brauche. Level up. Meisterhändler brauchte ich, glaube ich, nicht noch eine Stufe höher. Sonst spare ich mir den Punkt gleich erstmal auf. Das hier ist natürlich auch krass, ne? Fernschleichangriffe verursachen den 3,5-fachen normalen Schaden, deinen Nahkampfschleifangriff den 5-fachen normalen Schaden. Dann ist man halt, wenn man schleicht, extrem krass drauf. Was haben wir denn sonst noch? Haben wir schon dieses Nahkampfding? Haben wir schon. Schmied. Miniguns wäre natürlich cool. Sprengstoffe verursachen mehr Schaden. Auch eine geile Sache hier. Dietriche brechen nie. Das ist natürlich auch nice. Weniger Strahlung aufnehmen. Ghoulisch gab es auch nochmal. Irgendwo hier, strahlungsresistent. Oder? Ja, hier ist Ghoulisch. Natürlich bist du noch ein Mensch, zumindest äußerlich. Deine verlorene Gesundheit wird durch Strahlung regeneriert. Das wäre natürlich jetzt gerade sehr praktisch, aber dafür braucht man eine Ausdauer von 9. Das haben wir beim besten Willen nicht. Wir haben 2. Da müssen wir ganze 7 Punkte reinstecken, um das überhaupt skillen zu können. Und ich glaube, das lohnt sich einfach nicht. Hier wäre nochmal nett. Ich werde es jetzt erstmal. Ich werde es mir jetzt erstmal aufsparen. Ja, damit wir mal. Falls wir dann tatsächlich was haben, wo wir sagen, jo, hier und hier müssen wir nochmal was reinstecken. Dann können wir das auch sofort machen und müssen nicht erst noch. Weiß ich nicht, wie viele Punkte sammeln.
So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.